Jetzt können Sie mit uns zum Mond fliegen. Nach monatelangen Verzögerungen ist die NASA-Mission Artemis 1 am Mittwoch vom US-Bundesstaat Florida aus zu einem Teststart aufgebrochen. Mit der Rakete Space Launch System startete die unbemannte Kapsel Orion vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Der Start verlief nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde reibungslos. Mit der Artemis-Mission will die NASA nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen zum Mond bringen und später sogar zum Mars. Mit dieser Rakete will die NASA eine neue Ära einleiten. Sie will tiefer ins All vordringen, zurück zum Mond und zu erdnahen Asteroiden. Dafür hat sie das Space Launch System entwickelt. Das wird nun zum ersten Mal komplett im Weltraum getestet. Aus Europa kommt das Service-Modul für das Orion-Raumschiff. Es soll die Astronautenkapsel mit Antrieb, Strom und Atemluft versorgen. Bisher ließ die NASA solche Kernkomponenten nur in den USA entwickeln. Mit dieser Mission muss sich die neue Rakete für bemannte Flüge qualifizieren. Deshalb sind an Bord der Orion-Kapsel nur Puppen. Die sollen die Strahlungsbelastung von Mondflügen messen und Schutzbekleidung gegen diese Strahlung testen. Wenn der niedrige Erdorbit erreicht ist, soll die Oberstufe das Orion-Raumschiff auf Kurs Richtung Mond befördern. Dann wird sie 10 Minisatelliten aussetzen. Die sollen neue Technologien testen und wichtige Daten liefern für den tieferen Vorstoß ins All. Der Near Asteroid Scout soll mit einem riesigen Solarsegel zu einem erdnahen Asteroiden gleiten und ihn untersuchen. Die kosmischen Gesteinsbrocken gelten als künftige Rohstoffquelle. Gut 4 Tage nach dem Start soll das Orion-Raumschiff den Mond erreichen. Dort muss das europäische Service-Modul mehrmals seine Triebwerke zünden, um das Raumschiff auf eine Umlaufbahn zu befördern. 6 Tage lang soll Orion den Mond auf einem elliptischen Orbit umrunden. 20 Tage nach dem Start muss das Raumschiff erneut die Triebwerke zünden, um zur Erde zurückzukehren. Dort wartet die nächste Herausforderung beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Die erfolgt mit 40.000 Stundenkilometern. Deutlich schneller als bei der Rückkehr von der ISS. Dabei muss der Hitzeschild 2400 Grad Celsius überstehen. 7 Kilometer über dem Boden entfalten sich die Fallschirme und bremsen die Astronautenkapsel so weit ab, dass sie sanft landen kann. Klappt alles wie geplant, sollen schon bald die ersten Astronauten zum Mond starten. 3 US-Amerikaner und ein Kanadier. Sie sollen den Erdtrabanten umrunden, wie die Crew von Apollo 8 im Dezember 1968. Nach derzeitigen Planungen könnten sie im Sommer 2023 zu ihrer historischen Mission aufbrechen. Auch die Europäische Weltraumorganisation ESA ist maßgeblich an diesem Projekt beteiligt. Nur wenige Stunden nach dem erfolgreichen Start der unbemannten Mondmission habe ich mit ihrem Chef gesprochen. In Paris erreichen wir den Chef der Europäischen Raumfahrtorganisation, Josef Aschbacher. Ich grüße Sie, Herr Aschbacher. Schönen guten Tag auch von meiner Seite aus Paris. Ein aufregender Tag. Heute hat es endlich geklappt. Die Artemis-1-Mission ist gestartet. Was bedeutet Ihnen dieser Moment? Das ist ein enorm wichtiger Moment für Europa, weil Europa fliegt mit der NASA gemeinsam zum Mond. Das European Service Module ist ein essentieller Teil unseres Beitrages zur Artemis-Mission. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind alle erleichtert, stolz. Wir können ganz richtig stolz sein. Auch Deutschland hat sehr viel beigetragen durch das ESM-Modul, das ja in Deutschland geleitet wird von deutscher Industrie. Aber ganz Europa hat dazu beigetragen, 10 Länder, die sich an dem Projekt beteiligen. Und wir sind alle erleichtert, stolz. Natürlich ist die Mission noch nicht zu Ende. Es dauert noch etwa 26 Tage, aber wir freuen uns, dass bisher alles so weit gut gegangen ist. Warum ist diese Beteiligung für Europa so wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil erstens die Technologie, die wir entwickelt haben, wirklich zu den Besten der Welt gehört. Die NASA hat uns auserwählt. Und Sie müssen sich vorstellen, die NASA
wählt für eine der wichtigsten Missionen der NASA überhaupt, die Artemis-Mission, einen nicht-amerikanischen Partner aus, um sich daran zu beteiligen. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der NASA, dass sowas passiert. Das heißt, insofern ist es wichtig, weil die NASA anerkennt, dass Europa einfach Spitzentechnologie hat, die wir anbieten können. Aber ich muss dazu sagen, wir haben diese Anerkennung über Jahre, Jahrzehnte verdient und aufgebaut. Ursprünglich durch die Entwicklung des ATV-Moduls und jetzt natürlich des ESM-Moduls haben wir diese Kooperation mit der NASA über wirklich Jahrzehnte aufgebaut, um dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind. Also insofern ist das ganz wichtig als transatlantische Kooperation und natürlich für unsere Industrie, um technologisch hier wirklich ganz vorne dabei zu sein. Sie sprechen vom Mond als Wirtschaftsraum. Wie kann ich mir das konkret vorstellen und ab wann könnte das so sein? Das wird sicher nicht morgen passieren, vielleicht übermorgen. Aber was ich damit meine, ist, das wird sicher einige Jahre dauern, bis dieser Wirtschaftsraum sich entwickelt. Aber wie Sie wissen, plant ja die NASA, Astronauten auf den Mond zu bringen. Der derzeitige Plan ist bei 2025 mit Artemis 3. Und dann wird sukzessive werden Astronauten zum Mond kommen. Aber dieses Mal nicht einfach, um hinzufliegen und wieder wegzugehen, so wie es bei Apollo der Fall war, sondern wirklich, um hinzugehen und Infrastruktur aufzubauen und wirklich Gebäude, Infrastruktur, Rover aufzubauen und dort zu bleiben und den Mond zu nutzen für die Wissenschaft, aber auch für wirtschaftliche Zwecke. Und da wird sich sicher eine große Wirtschaft auftun, die sich natürlich über Jahrzehnte dann entwickeln wird. Und deshalb ist es wichtig, für Europa von Anfang an dabei zu sein. Und deshalb ist es wichtig, hier auch mit der NASA am Artemis-Programm teilzunehmen, aber auch europäische Module, europäische Beiträge selbst zu leisten. Und hier haben wir zwei ganz wichtige Vorschläge im Ministerratspaket, das nächste Woche diskutiert, beschlossen und finanziert wird, das sogenannte European Large Logistic Lander, EL3 oder auch Argonaut genannt, und Moonlight, das ist eine Konstellation für Navigation, Kommunikation um den Mond herum. Noch viel vor. Vielen Dank, Josef Aschbacher, der Chef der ESA. Danke Ihnen sehr herzlich.